Tobi, die Tabelle zeigt an, dass die beiden schlechtesten Teams bisher aufeinandertreffen. Von den Leistungen würde ich das bei beiden Teams nicht unbedingt sagen. Kannst du da eine Einschätzung geben? Ja, Elversberg ist ähnlich unterwegs wie wir, ein bisschen eingespielter. Man hat, die haben nicht ganz so einen Umbruch gehabt wie wir, das merkt man. Und trotzdem werden sie auch knallhart bestraft in der Liga, machen ihre Spiele nicht zu. Haben jetzt auch nur einen Punkt, hätten aber von der Leistung her deutlich mehr verdient. Ich glaube, wir haben auch in 3 von 4 Spielen eine richtig stabile Leistung hingekriegt. In einem Spiel haben wir ein bisschen gewackelt. Ja, das haben wir aber abgehakt und hätten auch gerne mehr Punkte, haben aber beide Mannschaften nicht. Und deswegen werden beide Mannschaften alles daran legen, am Sonntag das Spiel zu gewinnen. Dave, du hast am letzten Samstag dein erstes Tor für den VfL erzielt. Magst du mal beschreiben, trotz Niederlage sicherlich ein gutes Gefühl, oder? Ja, klar. Erstes Zweitligator, erstes Tor für den VfL. Ich glaube auch im Spiel noch ein wichtiges Tor, kurz vor der Halbzeit, Ausgleich. Aber ja, klar war es dann schade, dass wir die 3 Punkte nicht mitnehmen konnten. Spürst du einen gewissen Druck, jetzt auch dann 3 Punkte einmal einfahren zu müssen? Ach, der Druck, den machen wir uns ja selber oder ich mir auch selber. Ich will die Mannschaft optimal vorbereiten, optimal coachen, dass wir die Wahrscheinlichkeit erhöhen, einfach Spiele einzufahren. Und ich nehme immer das auf meine Kappe, wenn wir das nicht machen. Deswegen ist dieser Druck für mich da. Ansonsten gar nicht. Wir spüren, das haben wir uns auch Tag und Abend vor Rostock dann auch geschworen, wir müssen das auch mal genießen. Wir dürfen nicht vergessen, wo wir herkommen. Ja, und sollten Spaß daran haben, in der zweiten Liga zu spielen und trotzdem fokussiert und hart zu arbeiten. Das haben wir diese Woche gemacht. Das waren mit die 3 besten Einheiten bisher, die wir in diesem Jahr hatten. Die Intensität war sehr, sehr hoch. Es wurde gut gegen den Ball und mit dem Ball gespielt. Ja, und jetzt schauen wir, dass wir das rüberkriegen. Und das kann nur unser Weg sein, den Spaß zu haben, die Freude, in dieser Liga teilnehmen zu können und weiterhin hart und fokussiert auf unserem Weg weiterzuarbeiten. Und dann werden wir uns entwickeln und dann werden wir auch Punkte einfahren und dann werden wir auch vielleicht mal Spiele gewinnen. Ja, dann werden wir vielleicht auch mal in Führung gehen und dann sind das wieder neue Situationen, aus denen wir lernen müssen und daraus das Beste zu machen. Magst du es noch einmal beschreiben, vielleicht auch die Situation? Ja, ich glaube, Maxi spielt mir den Ball nach hinten. Ich lege mir vor, habe kurz überlegt, ob ich mit links schieße. Ja, mache dann noch einen Haken und schieße dann mit rechts ab. Und glücklicherweise fällt er noch ab und geht ins Tor rein. Es ist vielleicht auch ein Thema, wo ihr noch mehr auch den Weg zum Tor oder auch mal den Schuss nehmen müsst, um ja auch solche Sachen noch mehr zu provozieren oder produzieren? Ja, ich glaube, die Chancenverwertung, ja, da gibt es auf jeden Fall noch Aufholbedarf, sage ich mal. Und wir sagen immer, wenn man nicht schießt und das Tor nicht trifft, dann weiß man auch nicht, ob es ein Tor ist. In meinem Fall hat man es gesehen, dass es ein gutes Beispiel war. Und ich glaube einfach, die Chancen, die wir kriegen, müssen wir einfach besser nutzen. Du kennst die Mannschaft Elversberg aus der letzten Saison, hast zweimal gegen sie gespielt. Magst du trotzdem einmal beschreiben, was das für eine Mannschaft ist? Ja, es war auch für mich dann deutlich einfacher, in der Rückrunde diese Mannschaft zu analysieren, wie es mit allen Mannschaften war, gegen die man schon mal gespielt hat. Das ist jetzt auch zum ersten Mal eine Mannschaft, die wir, oder seitdem wir in Osnabrück bin, halt schon mal gespielt haben. Das ist eine sehr spielstarke Mannschaft mit einem klaren Fokus auf ihr Fußballspiel, die sehr intensiv spielen, mit der intensivsten Mannschaft in der Liga. Haben Spielwitz in der letzten Reihe, haben ein gutes zentrales Mittelfeld, haben ja, klare Muster, Spielweisen, wie sie im flachen Aufbau spielen, wie sie im Übergangsspiel spielen und im letzten Drittel. Ja, das haben wir analysiert, darauf sind wir eingestellt und darauf freuen wir uns wieder messen zu können. Wir haben letztes Jahr uns das Ziel genommen, uns mit der besten Mannschaft auf Augenhöhe bewegen zu können in der Liga. Das haben wir dann geschafft und dieses Jahr wollen wir jetzt zeigen, dass wir wieder auf Augenhöhe sind mit Elversberg und dann schauen, was rauskommt. Elversberg ist am Sonntag zu Gast. Magst du ein bisschen was zum Gegner sagen? Ja, sehr spielstarke Mannschaft, zieht ihr Spiel wie letzter in der 3. Liga komplett durch. Sehr sprintstark, klar, jetzt auch nicht mit dem perfekten Start. Darum glaube ich, wird es ein, auch wenn wir beide Mannschaften spielen wollen, glaube ich, dass es auch ein Abnutzungskampf werden kann gegen Ende. Ja, aber natürlich wollen wir in dem Spiel die 3 Punkte zu Hause lassen. Vielleicht auch ein bisschen vergleichbar beide Mannschaften, glaube ich, auch ihr hättet ja durchaus schon einen oder anderen Punkt mehr holen können. Ich glaube, bei Elversberg war es auch so. Ich meine, sie haben bis zur 90. gegen Rostock zum Beispiel 1-0 zu Hause geführt. Also ist jetzt auch nicht so, dass das eine Mannschaft ist, die total bisher abfällt und man sagen müsste, ja, das ist die schwächste Mannschaft der Liga, die müssen wir schlagen. Ich glaube, das ist definitiv nicht. Genau, ich glaube, das kann man über uns auch nicht sagen. Wir haben auch gute Spiele drin. Vielleicht noch nicht das Glück auf unserer Seite. Darum, glaube ich, wird es ein sehr interessantes Spiel.
Wie sieht es beim Personal aus? Eule wird sicherlich weiterhin fehlen. Gibt's? Ja, Eule fehlt weiterhin. Lars Kehl ist angeschlagen. Das wird eng bis Sonntag und ansonsten sind alle dabei. Dann lass uns ein bisschen auf die Startelf gucken. Du hast ja viel auch oder immer mal wieder gewechselt. Hast zum Beispiel Dave Gnase als Rechtsverteidiger zuletzt spielen lassen, der es gut gemacht hat aus meiner Sicht und auch das Tor geschossen hat. Wie eng ist dieser Konkurrenzkampf gerade? Ja, extrem eng. Auf vielen Positionen ist das gut. Die Jungs von hinten dran machen Druck. Wir sind deutlich breiter aufgestellt als im letzten Jahr. Macht es für uns nicht immer ganz so einfach, ja, die richtige Wahl zu finden. Wir müssen immer wieder schauen, was passt auf jeden Gegner. Wo hat der Gegner seine Stärken? Wo gibt er uns auch Räume? Welche Spielerprofile brauchen wir da auch drin? Und da gucken wir von Woche zu Woche. Ja, sieht jetzt, wenn man nur die blanken Ergebnisse sieht, nicht so aus, als hätte man sie jetzt mal getroffen, aber wenn man dann die Spielverläufe sieht, haben wir da schon großteils ein gutes Gefühl dafür gehabt. Ja, und trotzdem müssen wir auch schauen, wer sind gerade die Stärksten, die Spieler, die sich im Training auch gut präsentieren, die das in den Spielen hinkriegen. Man darf dann im Spiel auch, muss man schon immer ein bisschen unterscheiden zwischen, keine Ahnung, wenn man jetzt die letzten 10 Minuten in den letzten beiden Spielen sieht, wo man hinten ist, oder halt, ob sich ein Spiel über 90 Minuten bewegt. Deswegen ist für uns das ganz wichtig und trotzdem haben wir Vertrauen in alle Jungs. Haben wir jetzt bei Dave gesehen, ihn auch mal auf einer ungewohnten Position spielen zu lassen. Ja. Ich glaube schon, dass die Jungs das ganz gut hinkriegen. Ich finde, ein ganz gutes Beispiel ist der Jannis, der ein Spiel nicht im Kader stand und jetzt dann in Rostock, ich weiß gar nicht, wie viele Minuten genau, aber schon auch viel oder relativ viel Platzzeit bekommen hat. Ja. Zeigt ja auch ein bisschen, dass man vielleicht auf Gegner, auf Leistung, auf Form sich auch anpassen kann. Ja, und auf gute Trainingsleistung. Ja. Jannis hatte eine sehr, sehr gute Trainingswoche und deswegen war auch wichtig, oder für mich klar, den muss ich mitnehmen nach Rostock. Hat dann mit Lukas' Verletzung auch natürlich das Spielerprofil gepasst. Hatte dann auch seine Aktionen. Babis kam auf der 8 rein. Da haben wir uns schon auch Gedanken gemacht, wie er da funktionieren kann. Ja. So, und wir werden weiterhin suchen. Ja, wir werden natürlich irgendwann auch hoffen, dass wir so einen Stamm finden. Ja, und trotzdem müssen die Jungs sich jeden Tag beweisen. Du hast letztes Jahr in Saarbrücken gespielt, kennst also auch die Duelle gegen Elversberg. Ich glaube, ein bisschen Derby war das schon, oder? Ja, ja, ist schon allein von der Entfernung. Ich glaube, wir sind damals 15, 20 Minuten nach Elversberg gefahren. Klar, wollten wir damals in Saarbrücken oder letztes Jahr halt so mal die Nummer 1 im Saarland sein. Das haben wir nicht geschafft, aber ich bin jetzt beim VfL. Das andere ist Geschichte und ja. Magst du noch ein bisschen beschreiben? Du bist jetzt seit einigen Wochen schon hier. Wie hast du dich eingelebt? Wie wohl fühlst du dich auch in der Mannschaft? Und ja, wie zufrieden bist du vielleicht auch mit deinen Einsatzzeiten bisher, zuletzt ja auch dann in der Startelf? Ja, ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Die Mannschaft hat, glaube ich, alle Neuzugänge sehr, sehr gut aufgenommen. Eine super Mannschaft, super Charaktere. Da fällt es einem auch leicht. Und klar, ich bin hierher gekommen, um zu spielen. Gar keine Frage. Ich glaube, alles andere wäre auch falsch. Ja, ich glaube, vom Spieltag 1 bis jetzt habe ich immer mehr Spielzeit bekommen. Aber klar, will ich natürlich auch jedes Wochenende von Anfang an spielen. Dave, danke dir. Sehr gerne.